Hallo, ich bin Elias von eTrain. Heute zeige ich euch die zweite Anti-Hohlkreuzübung. So, wie beim letzten Mal ist es eine Dehnübung. Wir dehnen auch dieses Mal unseren Hüftbeuger. Dieses Mal dehnen wir nur einen anderen Teil des Hüftbeugers. So, wie beim letzten Mal gehen wir in den Ausfallschritt. So, das Bein hier soll in einem 90-Grad-Winkel sein. Den Oberkörper machen wir wieder gerade. Und das hintere Bein drehen wir zur Seite. So. Und dann lehnen wir uns nach vorne. So. Genau. Das Ganze machen wir dann dreimal pro Seite, jeweils 30 Sekunden. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Euer eTraining Team.